Moin Leute, ein ganz herzliches Salut zu dieser neuen Prognose. Der 30. Spieltag steht an. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. In der Infokarte ist nochmal, wenn ihr euch für die zweite Bundesliga interessiert, ein Podcast zum 29. Spieltag verlinkt. Schaut da gerne mal rein, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten möchte ich gar nicht groß rumlabern. Es geht gleich los mit dem ersten Spiel Freiburg gegen Gladbach. Bleibt fern in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Reinschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch am Ende gefällt. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Der SC Freiburg hatte es erneut zum zweiten Mal in Folge mit einem Champions League-Aspiranten zu Hause am Freitagabend zu tun. Letzte Woche 0 zu 1 gegen Leverkusen, jetzt gegen Borussia Mönchengladbach. Und die Fohlenelf wusste von Beginn an zu überzeugen, Neuhaus zu player. Sechste Spielminute, das 1-0 für Borussia Mönchengladbach. Player löst sich davon, Dominik Heinz, der kommt dann zu spät und lässt seinen Hintermann im Stich. Der hat keine Möglichkeit, den Ball mehr zu parieren. Eckball nun von der rechten Seite, Oscar Wendt tritt ihn auf den ersten Pfosten, Tyram dreht sich da um seinen Gegenspieler rum. Und visiert das lange Eck an. Der Pfosten ist nicht besetzt, aber aus Freiburger Sicht glücklich trifft der Ball das Aluminium. Die Breisgauer taten sich schwer, hier wirklich nach vorne etwas zu kreieren. Das sah gegen Leverkusen noch besser aus. Kwon jetzt aber mal mit der Flanke und das muss, das muss der Treffer sein. Nikolas Höfler steigt da hoch, der ist nicht leicht zu nehmen, aber trotzdem aus der Distanz ist es schwieriger, den am Kasten vorbeizubringen, als zumindest aufs Tor zu köpfen. So ging es mit 0 zu 1 in die Katakomben. Der Sportclub aus Freiburg hatte sich mittlerweile einigermaßen hier reingefunden, gegen aber weiterhin spieldominante Gladbacher. Hermann und Stindel, der legt den Ball in die Mitte. Jonas Hofmann versucht es dann selbst in der 68. Spielminute. Nicht verkehrt, trifft aber nur das Außennetz. Schwolo schaut noch hinterher, erreicht den Ball nicht, muss aber auch nicht eingreifen. Wir bewegen uns auf der Zielgeraden. Der SC Freiburg mit einer Kontersituation. Quon. Legt den Ball in die Mitte, aber Leiner ist aufmerksam. Kopfball von Grifo, Szene dann bereinigt. Da war doch gefühlt mehr drin als nur dieser Kopfball von Grifo. Im Endeffekt dann von Gladbach souverän wegverteidigt. Aber die letzte Möglichkeit gehörte auch nochmal Freiburg. Mike Franz. Mike Franz. Super rübergespielt, dann die Glanzparade von Jan Sommer und diese sicherte Borussia-Mönchengladbach hier am Freitagabend. Die drei Punkte der Schweizer mit der Megaparade und so sichert sich Gladbach mit dem frühen 1-0 durch Player den verdienten Sieg in Freiburg. Rechnerisch ist der SC Paderborn noch zu retten, aber... In der Theorie ist es schon schwer vorstellbar, praktisch nahezu nicht umzusetzen. Nun zu Gast bei RB Leipzig wurde es nicht unbedingt ein einfacheres Stück. Hier war man dann auch früh unter Druck. 17. Spielminute, die erste richtig gute Abschlussmöglichkeit. Schick mit dem Abschluss, lässt ihn über den Spann rutschen. Zingerle kann halten. Die Bullen haben gezeigt am. Montagabend gegen den ersten FC Köln, dass sie insbesondere nach vorne viel Freude aufbringen können. In der Defensive war es ab und an aber etwas zu einfach. Der SC Paderborn konnte zu Beginn dieser Partie diese Schwächen aber nicht ausnutzen. Adams, schöner Pass zu Schick, der lässt sich etwas weit abdrängen. Die Flanke ist dann etwas halbherzig getreten, sodass Zingerle den Ball einfach abfangen kann. Aber Leipzig machte weiterhin gut Druck. Über eine halbe Stunde gespielt. Adams heute in der Startaufstellung. Über den ging ziemlich viel im Zentrum. Christoph van Kunku. Schöner Pass zu Sabitzer. Genau richtig. Getimed. 36. Minute. Das zu 0. Längst überfällig. Kein Abseits. Da lassen sich die Paderborner. Verteidiger überlisten und Singerle ist der Leidtragende in letzter Instanz. Der SC Paderborn aber steckte jetzt nicht auf und kam auch das erste Mal nach vorne. Sebastian Vasiliades zu Sven Michel. Der Abschluss aus der Drehung gar nicht so schlecht, aber auch auf der anderen Seite kein Problem für Gulaschi. Das war auch das einzige nach vorne vom SCP. Leipzig einfach qualitativ deutlich überlegen. Und im zweiten Durchgang änderte sich dann das Bild doch ein wenig. Michel Vassiliades viel frischer, viel wacher aus der Halbzeit gekommen die Paderborner. Der Schuss hier ist aber viel zu zentral, so dass Gulashi auch da kein Problem hat den zu parieren, Gulaschi, der auch am Montag bei diesem 4 zu 2 gegen Köln sogar einen Treffer vorbereitet hatte. Wieder Paderborn, Zulinski, 55. Minute, also keine 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt, was war auf einmal mit Leipzig, aber was vor allem auch mit dem SC Paderborn los. das war eine richtig gute Partie, Leipzig steckte wirklich etwas auf, aber der SC Paderborn spielte richtig guten Fußball. Eckball erstmal abgewehrt. Gulaschi, aber Zulinski versucht ihn nochmal reinzubringen. Pröger bekommt den Ball von Jasula wieder. Und tatsächlich lag hier momentan das 1 zu 1 mehr in der Luft als das 2 zu Doch die Zeit wurde knapper und Leipzig rappelte sich wieder etwas auf. Marcel Sabitzer, ein Kung zu Werner. Super Möglichkeit, wir werden gleich aber in der Wiederholung sehen, was das wirklich für eine gute Parade von Singerle war. Bekommt er den linken Arm, die linke Hand noch hochgewischt und holt den Ball aus dem Kasten quasi raus. Schlussphase, Paderborn nochmal über links. Gulashi weiß nicht, ob er rauskommen soll. Dräger kann es um ein Haar nutzen und noch ausgleichen. Und es wäre... Dem zweiten Durchgang zufolge auch nicht unverdient gewesen. Glück für Gulaschi, dass sein Ausflug da keine Folgen hat. Mehr kam da nicht. Eine spannende Partie im zweiten Durchgang wirklich nochmal an Fahrt aufgenommen, weil der SC Paraborn plötzlich mitmachte. Aber die Hoffnungen auf den Klassenerhalt, die schwinden natürlich. Leipzig setzt sich bei den Champions League Plätzen fest. Bayern 04 Leverkusen hatte am Samstagnachmittag den FC Bayern München zu Gast in der BayArena. Die Bayern aktuell wirklich in bestechender Form. Für Leverkusen geht es noch um die ersten vier Plätze. Sie wollen in die Champions League, Platz 2 bis 4, da ist noch alles möglich, aber eben auch Platz 5. Gegen die Bayern wurde es nun zu einem äußerst schwierigen Unterfangen. Kimmich mit dem ersten Abschluss, da waren fünf Minuten gespielt, Radetzky. Geht auf Nummer sicher, lässt ihn einmal prallen und fängt ihn dann auf. Aber Leverkusen nicht unsichtbar nach vorne. Havertz, der sich gegen Freiburg noch auswechseln ließ, heute nicht in der Startaufstellung dabei. Trotzdem wurde es gefährlich. Bailey, schwacher Pass. Alario bleibt aber dran. Amiri zu Alario. Dann halb Schuss, halb Pass. Zu wenig, um Neuer wirklich in Gefahr zu bringen. Nun Baumgartlinger mit diesem Fehler. Goretzka ist aufmerksam. Kimmich, Lewandowski zu Müller. Schön rüber gespielt. Davis quer zu Kumann. Das 1 zu 0 für die Gäste. 15. Spielminute. Das war sensationell gespielt. Das muss man dann einfach anerkennen. Kuman komplett frei am zweiten Pfosten. Muss nur noch den Fuß hinhalten. Und die Bayern entwickelten wieder diese unnachahmliche Spielfreude. Tabsoba kriegt es nicht geklärt. Thomas Müller mit einem seiner schöneren Treffer aus knapp elf Metern setzt da den unten links perfekt rein. Wiederum nicht zu halten für Lukas Radetzky. Aber Leverkusen brach jetzt nicht zusammen, so wie Düsseldorf. Vor einer Woche gegen die Bayern, sondern sie wollten anschließen vor dem Seitenwechsel. Sinkgraven mit der Hacke zu Bailey Boateng, aber dazwischen. Paulinho wird dann gestoppt. Im Hinspiel konnten die Gastgeber hier nämlich gewinnen in der Allianz Arena, aber danach sah es hier nach 45 Minuten wirklich nicht aus. Bayern einfach in einer zu guten Verfassung. Man kann es nach wie vor nicht anders bezeichnen. Bayern 04 Leverkusen riskierte jetzt mehr nach vorne, klar, zwei Treffer muss man aufholen. Kingsley Coman mit dem Raum und dem, dem Abschluss durch Radetzky, aber pariert. Knapp über eine Stunde war hier gespielt. Bender versucht noch alles, das zu verhindern, aber der Finne im Kasten von Bayern 04 kann das bereinigen. Nur noch eine Viertelstunde auf der Uhr. Leverkusen nach wie vor sehr bemüht. Doch die Bayern auch in der Defensive super sattelfest. Wollte da keine Hoffnung mehr aufkommen lassen für Leverkusen. Arangis, Alario, Paulinho. Und das war nochmal die Chance, es vielleicht offener zu gestalten für die letzten knapp 15 Minuten. Der Ball aber links am Tor vorbei. Neuer streckt sich, erreicht den Ball aber nicht mehr. Und die Bayern bekamen zum Ende hin nochmal spielerische Laune. Kimmich mit dem schönen Ball zu Coman. Ein paar Übersteiger. Er zieht in den Strafraum ein. Doppelpass mit Müller zu Goretzka. Der versucht sich da artistisch mit einem Seitfallzieher. Der ein oder andere schöne Treffer ist ihm schon gelungen. Hier wird ihm der nächste versagt. Nochmal die Bayern-Nachspielzeit, zwei Minuten angezeigt. Es war mittlerweile ganz klar, wer hier gewinnen sollte. Aber Coman setzte noch einen drauf. Viertes Saisontor für den Franzosen. Nochmal sehr schön oben links reingewuchtet. Und so geht das hier mit 0 zu 3 zu Ende. Vielleicht einen Treffer zu hoch. Leverkusen hätte sicherlich auch einen Treffer verdient gehabt. Aber unter dem Strich steht ein hochverdienter Sieg hier für die Gäste. Aus München. Der Sieg gegen den SV Werder Bremen war für Frankfurt unglaublich wichtig. Und heute gegen Mainz kann man mit einem Sieg wohl wirklich die letzten Zweifel des Klassenerhalts wegräumen. Dann geht vielleicht sogar nach oben mehr, aber das ist in dieser Saison erstmal nicht der Anspruch. Was für ein Beginn hier! Der Eintracht. zwölfte Spielminute. Gacinovic wunderbar freigespielt. Läuft durch. Sein erstes Saisontor hatte eine überragende Möglichkeit gegen den SV Werder Bremen, in der er äh, zum Solo ansetzte. Aber das war ohne Erfolg. Jetzt trifft er. 17. Minute, Eckball von der linken Seite. nie kann sich nicht klären. So dass Kamada aus der zweiten Reihe mal abschließt. Da war viel vor den Augen von Florian Müller los, aber kein Treffer. Weiterhin also 1 zu 0. Der erste FSV Mainz musste jetzt was tun. Da zeigt die Tendenz deutlich nach unten. Hinteregger hier mit dem Fehler. Fernandes mit dem Abschluss. Trapp aber mit der Parade. Über eine halbe Stunde gespielt. Die Mainzer wurden. Jetzt stärker und waren auf Augenhöhe. Öztunali mit der Flanke. Kopfball. Mateta gegen die Laufrichtung. Er macht alles richtig in dieser Situation. Trapp wäre nicht mehr rangekommen und dann fliegt der Haarscharf am Pfosten vorbei. Und Frankfurt, sie meldeten sich kurz vor dem Seitenwechsel nochmal zu Wort. Langer Sprint über die rechte Seite. Von Toure. Schöne Flanke. Maßgeschneidert für Gacinovic. der hier tatsächlich zum Doppelpack ansetzt. So wie Ilsanka am letzten Spieltag noch ohne Saisontor oder überhaupt ohne Tor. Da hat er dann doppelt zugeschlagen. Für Gacinovic sind es zumindest die ersten zwei Tore in dieser Saison. Ungemein schwer jetzt die Aufgabe. Für Mainz und Frankfurt stellte sich in der Defensive gut an. Dadurch litt das Spiel nach vorne, aber man konnte die Mainzer weitgehend vom Kasten fernhalten. Das hier einer der wenigen Abschlüsse. Für Kevin Trapp aber kein Problem. Trotzdem ergaben sich Räume für Mainz weiterhin. Die Flanke. Hasebe kann es nicht gut klären. Abonnier legt auf. Per Kopf zu Matetab, der steht komplett richtig und plötzlich stand es nur noch 2 zu 1, knapp 15 Minuten vor dem Ende. Frankfurt musste nochmal zittern, aber sie überlebten diese Phase. Es gab keine Tormöglichkeit mehr. Frankfurt gewinnt mit 2 zu 1 gegen Mainz und ist damit wohl schon quasi gerettet. Fortuna Düsseldorf musste sich jetzt erstmal schütteln nach der dicken Packung in München. Da war man wirklich hoffnungslos unterlegen. Die TSG aus Hoffenheim möchte zumindest Platz 7 sichern, gerne aber auch noch auf Platz 6 springen. Das wäre dann direkte Qualifikation für die Europa League. Aber Düsseldorf zeigte sich das erste Mal nach vorne mit einer Standardsituation. 22. Minute, Erik Tommy, aber doch recht motivationslos und. Es sollte ein bisschen das Sinnbild sein für das, was sich hier abspielte. Düsseldorf konnte nicht viel nach vorne, Hoffenheim wollte nicht viel nach vorne, Kevin Stöger mit der Hacke zu Morales, Hoffenheim sehr tief, dann die abgeglitschte Flanke von Steven Skripski und mehr als ein Kopfschütteln blieb ihm da auch nicht übrig. Die Kreichgauer, über eine halbe Stunde schon gespielt, brachten dann jetzt endlich auch. Etwas nach vorne über die rechte Seite mit Robert Sko, der spielt den Ball zu Samaseku mit der Hacke abgelegt für Zuba. Das hatte von Baumgart zu Zuba schon gut geklappt in der englischen Woche vor anderthalb Wochen. Aber jetzt stand Zuba im Abseits. Knappe Aktion, aber die Fußspitze ist da schon im verbotenen Raum. Das Highlight in einem doch recht unspektakulären ersten Durchgang der auch kein Treffer verdient gehabt hatte. Für die Düsseldorfer ist es hier unabdingbar zu gewinnen. Die Konkurrenz schläft nicht. Bremen in einem Form hoch aktuell. Und jetzt musste man nach vorne mehr investieren. Kein richtiger Torschuss dieser Flankenball von Zimmer auch wieder im Ansatz gefährlich, aber zu dicht ans Tor gezogen, so Baumann den einfach fischen kann. Es war wirklich nicht schön anzuschauen. Jetzt posch und auch das. Es tut einem fast leid, das hier zeigen zu müssen in der Zusammenfassung. Es war schlicht und ergreifend nicht mehr drin in diesem Duell Düsseldorf gegen Hoffenheim. Robert Sko nochmal mit einem schönen Alleingang. Zurückgelegt zu Baumgartner. Der formstärkste Sinsheimer mit diesem Abschluss. Und das ist dann wahrscheinlich auch das Fazit unter dieser Partie. Keiner kann damit wirklich leben. Für Düsseldorf kann es vielleicht später noch ein wichtiger Punkt sein. Aber den Dreier, den hätte man hier auch mitnehmen können gegen Hoffenheimer, die wirklich alles andere als gefährlich waren. Aber folgerichtig endet diese Partie 0 zu 0. Der BVB setzte im zweiten Durchgang gegen den SC Paderborn nochmal schön ein drauf und gewann mit 6 zu 1. überragend, spielfreudig und das wollte man nun gegen die Hertha auch aufs Feld bringen. Aber die Hertha unter Bruno Labbadia mit 10 Punkten in vier Spielen eine durchaus heftige Ansage. Hier hatte aber Hazard für den BVB die erste Möglichkeit direkt aber auf Jahrstein gezogen dieser Ball deswegen kein Problem und die Hertha fand nicht so richtig den Faden hier in dieser Partie gegen wieder sehr amüsierende Dortmunder Julian Brandt setzt sich da schön durch die Flanke auf den zweiten Pfosten gezogen da ist Emre Can, der hält die Innenseite hin und erzielt sein zweites Saisontor nicht so leicht zu nehmen ja Stein aus spitzem Winkel nicht zu 100% aus der Schuld zu nehmen, aber der passt eben auch direkt unter das Dach. An einem guten Tag wird der Norweger diesen Ball aber auch halten können. War trotzdem die verdiente Führung und der BVB machte weiter härter. erstmal nicht wieder zu erkennen, die aktuell schwächste Partie unter Labadia, Sancho mit der Brust zu Delaney. Rafael Guerrero, Querpass, Hazard, 2 zu 0. So leicht kann es dann gehen. Die Dortmunder immer einen Schritt schneller. Und vollkommen verdient hier mit 2 zu 0 in Front. Die Hertha im ersten Durchgang quasi nicht existent. So ging es dann in die Katakomben. Und damit konnte man. Aus Dortmunder Sicht richtig zufrieden sein, weil das auch wirklich guter Fußball war. Nun, der BVB steckte auch nicht auf. Hakimi wird da von Delaney angeflankt. Der nimmt das volle Risiko in Kauf. Zieht den Ball dann rechts vorbei. Und nicht zum Erfolg. Hertha versuchte es jetzt, aber sie kam einfach nicht mit genügend Durchschlagskraft. Der BVB machte das gut. Hummels fehlte zwar mit fünfter gelbe Karte, trotzdem war es nach vorne hin sehr, sehr konsequent gespielt. Nach hinten auch super verteidigt. So steht es dann: 3 zu 0 in der 74. Spielminute. Zu viel sollte man nun auch nicht auf die Hertha schimpfen, die seit Wochen eben richtig top abliefern. Heute. War es einfach ein gebrauchter Tag gegen zugegebenermaßen auch einfach gute Dortmunder. Konnten sie zumindest den Ehrentreffer erzielen. Darida, Grujic auf Ibisevic. Luke Bakio, der Ball von Piszczek aber abgefälscht. Das wäre dann auch nicht verdient gewesen. Birki sehr beschäftigungslos. Spielt dann hier zu null. Das wird ihn persönlich freuen. Der BVB. Gewinnt mit 3 zu 0 absolut verdient. Der SV Werder Bremen und der VfL Wolfsburg, sie tragen eine Gemeinsamkeit. Ihr letztes Pflichtspiel in der Bundesliga haben beide Mannschaften gegen Frankfurt verloren. Aber der SV Werder Bremen wollte nun die schwarze Heimserie endlich mal wieder auf Vordermann bringen, soweit das überhaupt noch möglich ist. Sie legten hier nicht schlecht los, waren auch in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt nicht schlecht drauf. Jetzt der VfL Wolfsburg zum ersten Mal defensiv gefragt. Viertelstunde mittlerweile gespielt. Werder Bremen machte einen guten Job. Maximilian Eggestein bitten Kurt heute wieder in der Startaufstellung und das lohnt sich sofort. Liegt auf für Josh Sargent. Viertes Saisontor. Super getroffen dieser Ball. Kuhn-Castells streckt sich vergeblich und das sollte nun für eine breite Brust sorgen bei den Bremern, aber Wolfsburg kam. Brekalo mit diesem Lupfer, Joao Victor zurückgelegt zu Arnold und Pavlenka mit einer wunderbaren Reaktion. Schön vorgelegt. Und der Abschluss hätte dann wohl direkt unter der Latte seinen Platz gefunden. Noch nicht ganz Pause, der SV Werder Bremen nochmal mit einem Zeichen und ein richtig schönes dazu von Davy Klassen. Linkschuss. direkt auf die Kante der Latte. Nach 45 Minuten stand es dann 1 zu 0 für den SV Werder Bremen. Das ging so in Ordnung. Der VfL Wolfsburg hatte zwar seine Möglichkeit, aber ganz brenzlig wurde es eben zu selten. Die Bremer machten dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Mit guten Möglichkeiten. 52. Bittenkurt. Wichtig, dass der heute wieder in einer Startaufstellung dabei war. Das merkte man sofort. Der tat im Spiel des SV Werder Bremen richtig gut. Die Bremer versagten diesmal in der zweiten Hälfte nicht. Bittenkurt. Bittenkurt. 2 zu 0. 57. Minute. Aber die Wölfe stellen sich hier alles andere als clever an. Kurt dann alleine vor Castells zum 2 zu 0. Jetzt wieder der VfL Wolfsburg. Roussillon im Solo. Macht er alle nass! Roussillon mit dem Anschlusstreffer. Wunderbar gemacht. Trotzdem darf das so nie im Leben passieren. Veljkovic und Vogt sehen da aus wie Statisten der VfL Wolfsburg also noch mit genug Zeit, das wieder auszugleichen. Das ist Castells. der findet keine Anspielstation, dann macht er sowas. Marco Friedel nutzt das aus, dieses mega blöde Verhalten von Castells. Das darf nie im Leben einem Bundesliga Torwart unterlaufen, denn wenn ein Fehlpass kommt in so einer Situation, dann ist es meistens Bitter. Doch der Vorfall Wolfsburg tat alles dafür, den Fehler des eigenen Schlussmannes wieder auszubaden. 3 zu 2, Wout Wechhorst, Auch wichtig für den Niederländer wieder mal zu treffen. Und es gab noch diese eine Möglichkeit auf 3:3 zu 3 zu stellen. Werhorst, Arnold, Arnold alleine vor Pavlenka. Unglaublich. Den muss er machen. Aber ihm versagen die Nerven und der SV Werder Bremen rettet dieses 3 zu 2 am Ende doch glücklich über die Zeit, profitiert von Fehlern in der Wolfsburger Hintermannschaft. Aber wie die drei Punkte zustande kommen, ist im Grunde egal. Der erste FC Union Berlin muss wirklich aufpassen, nicht nochmal ganz tief da unten reinzurutschen. Man. Ist nicht richtig stark aus der Corona-Pause gestartet. Da waren auch gute Gegner dabei. Ja, aber zu Hause beispielsweise gegen Mainz konnte man auch nur 1 zu 1 spielen. Jetzt hier an der alten Försterei der noch schwächere FC Schalke 04 zu Gast. Die erste Möglichkeit, so eine Halbchance. Schalke versuchte es tatsächlich jetzt mal, Fußball auf den Rasen zu bringen. Sie zeigten im zweiten Durchgang gegen Bremen bei der 0 zu 1 Pleite, dass es ja auch geht mit dem Fußballspielen. Sie stellten sich nicht nur hinten rein, aber dadurch auch Unkonzentriertheiten im Spiel nach vorne zu sehen. Union Berlin, der erste wirklich nennenswerte Angriff, rollt über Trimmel. Das ist auch kein Hochgeschwindigkeitsfußball. Schalke zu passiv. Grisha Prömel nach 13 Spielminuten mit einer guten Kopfballsituation. Der fliegt haarscharf am Lattenkreuz vorbei. Das hätte die Führung schon sein können. Auch wenn das auf dem Papier nicht aussieht wie eine offensive Partie, wir bekamen eine. Der FC Schalke 04 über rechts. Ein weiter Lauf. Flanke auf Kali Jury. Das Gikiewicz, der das 0 zu 1 verhindert, auf der Hut ist, den auch halten muss. Trotzdem, so viel man über den FC Schalke 04 meckert, das war heute endlich mal wieder ein Bundesligareifer Auftritt. Der anschließende Eckstoß. Von der linken Seite. Alessandro Schöpf zieht in den Strafraum ein, zurückgelegt. Gregoritsch wird aber aus knapp fünf Metern am gefährlichen Abschluss gehindert, weil Trimmel die Fußspitze reinhält und ganz Schlimmes dort verhindern kann. Immer noch nicht Pause. Union Berlin auch noch mal nach vorne aktiv. Nicht die bessere Mannschaft, aber Sie spielten durchaus nach vorne einige nette Spielzüge durch. Andersson zu Ingwarzen, der nochmal rüber zu Andersson. Und da ist der Treffer, 36. Spielminute, das 13. Saisontor für Sebastian Andersson. Vorbei an Nübel in die Maschen, setzt sich da gut durch gegen Todi Bo. Und so ging es dann auch. Zum Pausentee. Für den FC Schalke 04 etwas enttäuschend, man hatte viel investiert war, auch die etwas bessere Mannschaft ging trotzdem mit einem Rückstand in die Pause. Aber das ist ja zu verzeihen, auch aus Fansicht, solange man sich bemüht und offensive Akzente setzt. Im zweiten Durchgang dann vor allem über die rechte Seite wieder vom Union. Eisern Union etwas zu sehen, Trimmel aber mit der abgeglitschten Flanke. Nun der FC schalke 04 wieder aktiver. Matondo, Bojelab legt zurück, Gregoritsch kommt gegen Schlotterbeck nicht durch, Gregoritsch zu Ramann. Balance, Aluminium. Der Ausgleichstreffer wäre mittlerweile absolut verdient gewesen. Da konnte man mit dem Auftritt unter dem Strich sehr zufrieden sein. Union Berlin aber auch drauf und dran die Vorentscheidung zu erzielen. Lenz mit der Flanke, Bo gelab. bringt sich da selber in Bedrängnis. Andrich nach Gelbsperre, Gelb Rotsperre Gelb -Rot wieder mit dabei. Legt hier vor, aber der Abschluss von Bülter ist zu wenig für Nübel. Schlussphase. Die Schalker nochmal. Gikewitz kommt da raus, aber weiß nicht, ob er den Ball nehmen darf. Außerhalb des Strafraums. Matondo legt ihn quer. Matondo legt ihn quer. Da ist Benito Raman und schlägt zu. Gikiewicz, der so gute Rückhalt, mit dem folgenschweren schweren Fehler, den Matondo und Raman zum Ausgleich nutzen. Und der FC Schalke 04 hatte jetzt die Möglichkeit, das komplett umzudrehen. Raman zu Kutucu, alleine vor Gikiewicz. Kutucu, aber verpasst es. Da hätten sich die Berliner nicht beschweren dürfen. Das 1-1 geht schon in Ordnung. Der FC Schalke 04 war die etwas bessere Mannschaft, wird mit diesem 1 zu 1 und dem Spielerischen trotzdem zufrieden sein. Zum Abschluss des 30. Spieltags hatte der FC Augsburg den ersten FC Köln zu Gast. Köln in den roten Trikots im ersten Durchgang direkt mit dem ersten Vorstoß. In der Frühphase nach vorne. Es gibt Freistoß. Drei Spielminuten noch nicht mal von der Uhr. Nette Freistoßposition. Der FC Augsburg muss nochmal etwas abliefern. Gegen Hertha BSC war man lange Zeit gut dabei. Verlor am Ende trotzdem nun die Möglichkeit für Florian Keins, die Fuggerstädter in Rückstand zu bringen. Aber der nicht schlecht geschossene Freistoß war nicht gut genug. Doch die Geißböcke machten jetzt richtig Druck. Nach der Niederlage gegen RB Leipzig wollte man Wiedergutmachung betreiben. Anthony Modest heute in der Startaufstellung für den angeschlagenen Cordoba. Keins zu Modest. Der versucht es dann hier mit dem Kopfball. Kann er sich vielleicht noch mal runternehmen? Ist dann aber leichter gesagt als getan. Der FC Augsburg. Fand hier spät rein in die Partie die Hälfte des ersten Abschnitts schon abgelaufen. Sergio Cordova jetzt mal. Cordova bleibt am Ball, wird nicht richtig angegangen. Schließt dann ab für Timo Horn alles andere als eine schwierige Übung. Der erste FC Köln nach wie vor aber die Spielbestimmende. Mannschaft, das ist Elvis Rex Beschei, spielt quer zu Keins, der steckt durch zu Anthony Modest, alleine vor Lute, scheitert erst, setzt aber per Kopfball nach und macht in der 40. Minute das überfällige 1 zu 0 für die Gäste. Erst gut von Lute, dann gut von Modest. So ging es dann auch in die Pause, verdientermaßen eben diese Führung für den ersten FC Köln von den Augsburgern musste noch mehr kommen. Aber es kam erstmal mehr von Köln. Katterbach, Schmitz da im Zusammenspiel, Rex Beschei wieder dazwischen, der Ball kann nicht richtig geklärt werden. Florian Keins, Modest zu Florian Keins und was macht Lute da? 62. Minute, der Ball rutscht irgendwie ins Tor rein. Spitzer Winkel, Lute. In den letzten Wochen ein richtig starker, ein richtig guter Rückhalt. Hier sieht er jetzt mal zur Abwechslung nicht ganz so gut aus. Letz, lässt den Ball eben ins Tor flutschen. Und der erste FC Köln, der war dadurch noch selbstbewusster. Anthony Modest, 69. Spielminute mit der Möglichkeit, vorzeitig alles klar zu machen. Es war ein sehr guter Auftritt der gisdol 11 vom FC Augsburg. Kam über die 90 Minuten gesehen. Einfach zu wenig. Wir sind schon in der Schlussphase. Jetzt aber mal die Gastgeber Sarenren. Basé über links. Zieht den Ball einmal zurück. Hat dann das Auge für. Ezo passt durch, gesteckt zu Iago Kedira mit dem Abschluss, aber zu wenig, um hier noch den Treffer erzielen zu können. So bleibt es beim 0:2. Der erste FC Köln regeneriert sich nach dem 4:2. Zu Hause gegen RB Leipzig und Augsburg muss nochmal ganz tief nach unten schauen. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Morgen kommt die zweite Liga. Bis dann und adios.